Ja, willkommen zurück in Bowsers Festung bei Paper Mario Origami King. In der letzten Folge sind wir hier gegen eine ausgeschnittene Hand angetreten und haben Olivia befreit. Und jetzt, ja, geht's weiter. Hier sind die ganzen Schergen leider zerschnippelt worden. Und ich hoffe, das passiert uns nicht auch. Oh, da wäre nochmal ein Speicherpunkt gewesen. Hätten wir gar nicht zurücklaufen müssen. Aber wir können teilen. So. Jetzt kann ich mal gucken, weil ich ja alleine bin. Ob ich vielleicht doch das Zeug noch kaufen kann. Wenn ich nochmal rauskomme. Ne? Was ist überhaupt mit der anderen Tür? Ah, ein Loch. Oh, das waren schon alle Löcher. Okay. Was ist denn mit der Tür auf der Seite? Ist da noch was Wichtiges drin? Ich glaube, hier müssen wir noch nicht her. Das ist zu. Und hier ist die Luftschlange, die geht hier lang. Muss man alle in irgendeiner Reihe, aber das vielleicht finden wir das in dem Raum, wie die gedreht werden müssen. Okay. Ich wollte ja eigentlich nur mein Geld wieder loswerden. Wir hatten ja den Sniffet befreit. Beziehungsweise hergebracht und der hat so tolles Zeug wie Goldversion von. Ich hoffe, unsere heißen Quellen haben deine Zustimmung gefunden. Dann kam doch mal wieder, Mario. Ja, ja. Alles gut. So, ich wollte jetzt zu dir. Edelexquisit extra günstig. Sonderpreis. Feine Sache. Goldabwehr plus. Klar schlage ich dazu. Und Gold KP plus natürlich auch. Wenn es da jetzt so einen Rabatt gibt, ne? Und trifft Retro-Effekte. Macht 8000 Münzen, schlägst du zu. Ja, wir sehen, wie das klingt. Vielen Dank, damals wurde zwar danke, treue Kundschaft, vergiss nicht dein Zubehör aktivieren. Was hast du nochmal? Lesen, Herze. Hm, nee, ausverkaufen, das ist im Moment genau ein Artikel. So. Sehr gut. Jetzt können wir auch die Rabattkarte ausmachen und machen wir mal kurz das Retro-Dingens an. Das heißt kurz, mal sehen, vielleicht ist es ja geil. Wir lassen es so. B-Menü schließen. Na gut, ist vielleicht ein bisschen. Auf Dauer geht es einem wahrscheinlich schon auf den Keks, oder? Springen ist cool, aber das Laufen? Ich weiß nicht. Mach das Spiel da aus, das ist mir dann doch zu hart. Ich mag Retro, aber. Ach so, ich wurde gebeten, das wieder einzuschalten. Mal gucken, aber hier sind ja keine Löcher mehr, also macht es keinen Sinn. So. Denn wir haben ja hier alle Löcher beseitigt. Also nochmal hierher. War ein kleiner Abstecher und jetzt haben wir uns noch ein bisschen aufgewertet.
Überall sind Schnipsel und das Herz ist wieder da, aber das brauchen wir nicht. So, speichern hier, falls irgendwas ganz Schlimmes hier drin passiert. Wird ja wahrscheinlich die böse Schere, die wir schon mal gesehen haben, hier irgendwo rumlungern. Also hier ist das grüne Band auch, die Luftschlange. Ach, hier ist die Spule. Da ist das Ende der grünen Luftschlange. Wir haben es geschafft. Bis ganz zum Schluss. Das ist die allerletzte Luftschlange. Und da ist Bowser. Der hat gerade irgendwas gesagt, aber ich habe gerade das andere gelesen. So einfach wird es nicht sein. Da ist irgendein komischer Thron. Ach, das ist Bowser. Vorsicht! Ja, ja. Oh. Bedankt euch bei mir. Ja, danke. Das zweischneidige Schwert. Schere. Elegant ausgewichen. Kompliment. Wäre ja auch schade, wenn ich die Sache abgeschnitten hätte, ehe sie wirklich beginnt. Hier, ich lasse euch mit meinem kleinen Liebling spielen. Zeigt mir, wie viel Schneid ihr habt. Kleiner Liebling? Was ist das? Guck mal, Mario, ich habe Hunger. Lass mein Gesicht in Ruhe. Hey, Mund zu. Das sind ja, hat die Schere dieses Ding aus den Gesichtern von Leuten gemacht? Ich kann gar nicht hinschauen, wie furchtbar. Fällt euch meine kleine Bastelei? Wundervoll. Ach, welch famoser Logenplatz. Bin ich schon gespannt, wer von euch am besten abschneidet. Was ist jetzt? Sind sie auch noch zu zweit oder was? Frei. Schnipsel lösen sich. Da. Wenn ich einmal daneben bin. Danke, bitte. Ah, das sammelt die ja wieder auf. Ganz halt doch weniger. Ah, zu spät. Na komm. Schwierig abzuschätzen. Mario, ich bin's, Kamek. Ach, da vorne ist da drauf. Dieses verschnipselte Ungetüm hat mir meine Zauberkräfte gestohlen. Setz sie gegen dich ein. Oh oh. Liebe Zeit, das Monster bereitet mächtigen Zaubersprüche vor. Kannst du nicht mein Gesicht von diesem Scheusal ablösen? Das wird es gewiss schwächen. Weiche den Zauber aus und reiß mein Gesicht von ihm ab. Ganz gleich, wie albern das auch klingen mag. Tu es. Lass mal weg hier. Reis. Na, zieh. Ja, Mist. Na, wie fest ist denn der?
Jetzt habe ich einen Kamek. Sehr gut. Zumindest sein Gesicht. Favorös, nun ist es nur noch ein einfach gewaltbesessenes, massiv mächtiges Megamonster. Kümmere dich rasch drum, ja? Gucken, ob ich einen Pilz einsetzen kann, ja. Denk an die Schere. Ja, ich denke an die Schere. Bildet euch nichts ein. Jene schlaffen Schnipsel fehltet einfach die nötige Grammatur. Doch falls ihr Stumpfköpfe denkt, ich würde euch verschonen, dann habt ihr euch geschnitten. Okay. Jetzt geht's gegen die Schere. Ungeschoren kommt ihr hier nicht raus. Damit ist klar. Doch wir wollen nicht überstürzen, oder? Vergnügen wir uns doch ein wenig, ehe ich euch zusammenstürze. Weil ich so großzügig bin, drehe ich mir einen kleinen Handicap an. Passt auf. Ja. So, diese Hülle beschneidet meine Möglichkeiten enorm. Nun sollten selbst ihr eine Chance haben. Solltet ihr jedoch im Laufe unseres Duells meine schöne Hülle zu sehr beschädigen, verstoßt ihr gegen die sportliche Duellverhalten und Verstoße werden einschneidend bestraft, kapiert? Was? Also ich muss auf jeden Fall über das hier Fragezeichen laufen. Jetzt machen wir schon mal alles ein. Und dann bauen wir auch noch das. Und versuchen es mal mit dem Faltarm. Sehen, aber so einfach kann es nicht sein. Wird schon noch irgendwas. So, was. Extreme Warnung: Auf keinen Fall die Hülle zerstören. Angriffe stets gezielt anbringen. Ja. Oh, jetzt habe ich die Schilde zerstört. Okay, das war's. Ha, armselige Narren, ich habe meine Hilfe nicht. Ich habe euch gewarnt. Haha. Meine Klingen sind frei und sie dürsten nach frischen Fasern, getränkt von Furcht. Tja, okay. Alberner Zierat, fort damit. Je rein und makelloser mein Schlachtfeld ist, desto besser. Ja, lasst ihr überhaupt noch was da? Schnipp, schnapp, schnelle Gefahr, gleich kommt ein ultimativer Angriff, der landet Durchschnitt. Ja. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt versemmelt habe. Ich kann ja mal noch ein paar Tots hier was machen lassen, vielleicht können die mir noch helfen. Ich habe den komischen Hülle, hätte ich nicht zerstören dürfen. So. Aber ich mache nämlich nicht. Alle. Kann er jetzt nur sowas hier machen?
Ihr seid am Ende, dieser Angriff schneidet glatt durch jede Abwehr auf. Nimm Wiedersehen. Nee, drüber hüpfen gilt nicht, du kleiner Schummler. Ich versuch's gleich nochmal. Halt still, ja? Ja, ich muss erstmal Zeit dazufügen. War nicht denn bei. What? Ja. Ganz wenig. Nee, ich wollte eigentlich Zeit hinzufügen. Naja, ein bisschen. Ich hatte nämlich die Aufnahme war kurz abgebrochen. Ja, müsste funktionieren. Aber wenn er mich jetzt zerschnippelt, habe ich natürlich nicht gekonnt, ne? Habe ich noch irgendein gescheites Item? Sehen. Naja, so toll war es nicht. Gut, nochmal ausgewichen. Boah. Das macht doch nicht alles kaputt. Das habe ich gerade aus der Kiste geholt. Mann. Aber kann ich hier mit der Faltarme was ausrichten? Ist die Frage, ne? Kriege ich irgendwie so einen Seitwärtspfeil hier drin? Ja. Ah, nein, falsch. Ach, die Scheiße. Ja, nein. Das war dumm. Hm. Macht immer mehr kaputt. So, jetzt komme ich auf die Faltarme und dann auf den Einschalter. Blöd. Und dann nach unten. Nochmal Faltarme. So. Ich will auch noch was Gescheites hinlegen. Nee. Ich könnte die Faltarme mal zur Seite tun hier, aber die stören nämlich. Sehen, was der noch sagt. Den glatten Durchschnitt kannst du nicht abblocken. Drücke im richtigen Moment A, um drüber zu hüpfen. Na, danke. Der macht mir doch meine Faltarme kaputt, oder? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt... Uah. Sinnlos, okay. Also Faltarm ist blöd. Es werden immer mehr weniger Möglichkeiten. Hey, hey, hey.
Ja. Pergamentans drin in der Kiste. So, ja, gibt's nichts zu machen. Ja, das weiß ich. Ja, naja. So viel war es nicht. Ja, hier konnte ich noch mal hochspringen. Ja, ihr macht jetzt einfach alles weg. Also habe ich dann die Zusatzdinger gerade ausgepackt, wenn man sie jetzt gleich wieder kaputt macht. Fast. Da hängt nur noch an einem Faden, komm. Wenn ich jetzt gar kein Feld mehr habe, hallo. Naja, jetzt muss ich von vorne drauf, ne? Oder? Ne, man kann es ja ein bisschen drehen. So viele Scherereien, sagt der Tod. Na, wie hat dir das gefallen? Hast du jetzt genug? Ja, mein Freund Mario unterschätzt den Stutzen mir zurecht, jawohl. Na nu? Oh. Ah. Jetzt auch der Kamek wieder ganz. Hurra, ich bin ganz, danke. Vortrefflich mal, ich bin wieder ganz der Alte, mein kostbares Zauberzepter inklusive. Vielleicht bist du ja noch nicht so klein, doch nicht so klein und doof und blöd und stinkig, wie Papa immer sagt. Dann brauchen wir jetzt nur noch die grüne Luftschlange abzuhängen. Machen wir es am besten wie immer mit einem großen Hammerschlag. Scheren sind die natürlichen Feinde von glattem Papier und von Origami. Ein faszinierender Umstand, oder?
Gut habt ihr das gemacht. Die blöde Schere schnippelt zu schnell keinen mehr klein. Mensch, Bowser, wie können wir dich denn da runterholen? Hey, dieses grüne Ding verunsichert immer noch meine Festung. Naja, gut. Geh kaputt. So, jetzt müssen wir irgendwie auf das Schloss kommen. Auf diesen Berg. Und natürlich muss Luigi den Schlüssel vorher auftreiben. Ja, Glückwunsch. Grüne Luftschlange gelöst. So, jetzt haben wir mal das grüne Zeug ein. Schlüssellimit erhöht. Das hast du wieder toll gemacht, Mario. Die letzte Luftschlange. Damit haben wir unser Ziel erreicht. Ich danke dir für all deine Hilfe. Ich weiß noch, wie du mich das erste Mal gerettet hast von der Wand im Pilzpalast. Seitdem hilfst du mir wirklich immer und immer wieder, die ganze Zeit. Ich danke dir, Mario, von ganzem Herzen. Ohne dich hätte ich all dies nie bewerkstelligen können. Ich hätte es nie zu was gebracht. Olivia, ist etwas? Ach, ich bin einfach nur so froh, dass wir jetzt zum Pilzpalast gelangen können. Aber ich frage mich, ob es mir gelingen wird, meinen Bruder aufzuhalten. Kann ich ganz allein eine so große Aufgabe bewältigen? Hey, Zitronenfalter. Ja, dich meine ich. Dachtest du, wir überlassen die Sache einfach dir? Denk mal logisch, Mario muss die Prinzessin retten und ich kaufe mir Olli. Diesem Schmalzlockenfloh bin ich noch eine Abreibung schuldig. Wenn ich meinen Körper erstmal wieder zusammengesetzt habe, dann kann der was erleben. Wow. Genau, keiner macht ungestraft solchen Sachen mit meinem Papa. Und mit mir auch nicht, gebadet, geschnipselt. Total fies war das. Prächtig, junger Herr, ich bin froh, solchen Eifer zu sehen. Nun zeigen wir diesem Liederling, was Bowsers Papierschergenherr so alles kann. Danke euch. Mit euch allen an meiner Seite kann ich es vielleicht schaffen. Olli, ich komme. Mach dich auf was gefasst, Bruder. Diesmal lasse ich mich nicht so einfach platt quetschen. Ach so, wie genau kommen wir denn eigentlich zum Palast? Boahahaha. Nicht verzagen, Bowser fragen. Das ist meine einfachste Übung. Dazu wäre nur ein winziger Arbeitsschritt zur Vorbereitung erforderlich. Und zwar... mich hier runterzuholen. Ich bin ja die und feste. Na komm, zieh mal mit. Au, au, au. Können wir den auch wieder ausfalten? Fein, jetzt geht's mir besser, zumindest ein bisschen. Dann sag mal, Bowser, wie wollen wir denn ins Schloss hineingelangen, wo es doch oben auf einem Vulkan steht und so? Wegen des Plans, wie wir zum Pilzpalast kommen, vielleicht sollten wir kurz reden, mein König. Papalapap, Schnabel halten, geplaudert wird später. Ich weiß genau, was wir für so einen kleinen Ausflug brauchen. Mario, Zitronenfalter, zuerst die Vorbereitung. Mir nach, zum Lagerkämmerchen. Und das ist unten im Erdgeschoss. Ah, das war das, wo wir vorhin kurz drinnen waren. Ah, jetzt haben wir gespeichert, sehr schön. So, gibt es hier noch was zu entdecken, was wir übersehen haben? Wassergraben. Auf der anderen Seite irgendwas. Was ist das? Eine riesige Banane. Kommt ihr nicht mit? Hallo? Ist noch irgendwas von Geheimversteck hinterm Thron oder so? Nee, na gut, dann. Los, kommt schon. Das Herz brauchen wir nicht, aber speichern wieder. Obwohl, wir haben ja gerade gespeichert. Zwei Räume vorher ist auch nochmal Speicherblock.
Hammerstark. Ihr habt gewonnen. Ich habe noch nie Papier gesehen, das Schere besiegt. Eure Heldendaten landen sicher in meinem Buch, das dann schlecht verfilmt wird. Wie bitte? Die Sache geht noch weiter? Mal hätte ich doch nur auf meinen Berufsberater gehört. Soll ich was von König Bowser ausrichten? Beeilt euch mal und kommt zum Lagerkämmerchen, ihr Altpapier. Ich laufe auf dem Zahnfleisch und bin schneller unterwegs als ihr. Das stimmt. Kann man den nicht irgendwie wieder auseinanderfalten, dass er wieder ordentlich aussieht? Ihr müsst den Erdgeschoss durch die Tür, die links aus dem Saal führt. Weiß. Noch ein Herzchen, liegen wir halt Herzen rum, die man aktuell gar nicht benötigt. Eigentlich habe ich Angst vor Origami, aber das gewöhne ich mir ab, sonst bekomme ich noch Falten. Ja, ja, schade. Eines hast du mir gezeigt, Mario. Jedes Problem lässt sich durch gezieltes Hammerknüppeln lösen. Nächste Station, die große Finale. Sowas verspüre ich im Wurfgelenk. Große Finale schon, ja? Na, warten wir es mal ab. Der große Bowser wartet auf euch. Kommt bloß nicht zu spät. Ja, ich bin ja schon da. Komm, geh auf die Tür. Komm, großer Bowser. Mario, wir kommen in einem kleinen Lagerkämmerchen für den täglichen Oberschurkenwerksbedarf. Wenn du hier schon staunst, dann warte nur mal ab, was uns hinter der Tür dort erwartet. Normalerweise ist der Zutritt zum Hochsicherheitsbereich ja streng verboten, besonders für dich. Daher habe ich ein Sicherheitssystem installiert, das eigentlich viel zu kompliziert für dich sein sollte. Dazu gehören die Säulen hier. Aber wie funktioniert das nochmal mit den Säulen? Los, Mario, mach einfach mal was mit den Säulen. Ja, wenn man draufschlägt, drehen sie sich. Aber was soll ich mit den Säulen machen? Genau gehämmert werden müssen die Säulen. Hätte ich dir auch gleich sagen können. Das hier drüben. Eine Anzeige. Ich kann ja mal so lange eine hämmern, vielleicht werden die dann irgendwie, wenn sie richtig sind. Gib mal einen Hinweis, Olivia. Die Säulen dienen als irgendwie dazu, die Tür zu öffnen. Hier, siehst du den roten Knopf an der Wand? Ja, was ist mit dem roten Knopf an der Wand? Ach, da musst du dagegen hämmern. Ah, okay. Ach, die müssen wahrscheinlich alle? So, der muss zum auf die Statue läuft. Jawohl. Na wunderbar. Das hat ja geklappt. Waha, gut gemacht. Dieser Dilettant von einem Sicherheitsexperten wird später was zu hören bekommen. Na dann, haus Herrn vor. Heiliges Origami-Papier, ich traue meinen Augen nicht. Ey, was genau soll denn das eigentlich sein? Geduld, Spitzkrönchen. Das wirst du schon noch sehen. Mario, hergehört. Du darfst wieder die Schmutzarbeit für mich machen. Los, mir nach. Lass mal hier gucken. Ah, dachte ich's doch. Nimm mal mit, was immer da drin ist. Die Schnittschergen. Ah, die waren fies. Na komm. Wieder Haufen Geld. Und ihr? Ist das zu fassen? König Bowser hat mir schon wieder verboten, die Clownkutsche zu fliegen. Es ist meine Schuld, dass er mich komplett ohne Flugschein an das Ding gelassen hatte. Nicht mal bedankt hat er sich für seine Rettung letzte Sekunde aus dem Pilzpalast, Krummel. Naja. So, ihm nach.
Was haben wir jetzt wieder? Den linken Knopf da, den musst du für mich drücken. Dann sind all unsere Probleme gelöst. Drück ihn. Den linken. Und da geht er noch was aus, oder? Triebwerksstopp. Okay. Ein Schiff. Ein Luftschiff. Sozusagen. Wahaha. Sieht hin und erzittert. Meine brandneue tiptop moderne Superluftgaleere. Sieht toll aus. Und damit fliegen wir dann, ja? Da guckst du mal, was? Wahrscheinlich hätten wir dir damit mal so richtig das Fürchten gelernt. Wobei, das können wir ja immer noch. Mach an Bord ein bisschen die Augen zu, ja? Hui, auf der Luftgaleere bist du also auch der Saubermeister, wie? Ich bitte dich, Olivia, dies ist kein schnödes Putzwerkzeug, sondern ein Flugutensil. Arkaner Macht. Wobei das Deck tatsächlich dringend mal gefegt werden müsste. Platz da. Bereit zum Dienst, Captain. Bobom? Bobby, bist du das, Bobby? Wie kann das sein? Mario, kneif mich, ich sehe Gespenster. Ganz viele Bobbys. Wie kann es so viele Bobbys geben? Aber ich dachte, Bobby wäre fort, nachdem er mein Leben mit einem großen Knall gerettet hat. Kann es sein, dass du mich mit einem anderen Bobom verwechselst? Falls ja, nicht schlimm. Sowas kommt öfter vor. Wir machen unseren Job und wenn der erledigt ist, ist der nächste Bobom dran. Alles, was uns bleibt, ist, diese Welt mit einem riesen Knall zu verlassen, Tanzi. Puh, na wenn du das sagst. Ich werde mir einfach nicht zu sehr den Kopf drüber zerknittern. Schön, dich wiederzuhaben, Bobby. Und danke für alles. Okay, das sind viele Bobbys. Die haben alle Zündschnüre, ne? Schergen, alle an Bord. Kurz setzen auf den Pilzpalast. Darf ich mit? Und ihr zwei, wenn ihr bereit seid, heißt es leinlos, nichts Mächtiges essen. Blau, die Kurvenlage von dem Kahn ist nicht zu verachten. Achso, machen wir hier diesen hier. So. Jetzt gucken wir mal, wo uns die Reise hinführt. Mit dem Kahn. Das sind ja unsere Ehrengäste. Kann der Spaß losgehen? Klar. Matrosen hergehört. Leinen los und Motoren an. Leinen an, Motoren los. Ah, cool. Ach, es geht nach oben. Praktisch, so ein Flugschiff. Wahaha, so lobe ich mir das. Dann mal kurz genau auf die Vulkan durchstarten. Vulkanspitze. Zum Schloss. Ja. Wie wundervoll, ich kann kaum glauben, dass dieses schwere Schiff durch die Luft fliegt. Ich dagegen muss mich schon anstrengen, um nur ein bisschen zu schweben. Und dieses Schiff ist riesig, das passt zu dir, Bowser. Wahaha, recht hast du, Schnipsel. Das stärkste und ineffizienteste Schiffchen der Welt. Und ich bin stolz darauf. Das gute Stück fliegt schneller als eine Rakete. Ich kann euch nicht mal eine Bordtour anbieten, weil wir schon fast da sind. Captain König Bowser, Feind voraus, haufenweise Feind voraus. Wow. Was ist das? Na und, denkst du etwa, die Schiffskanonen sind nur Garnitur? Ballermänner, laden und Feuer frei. Eieiei. Hilfe. Papierflieger.
Sehr gut. Wahaha, Kinderspiel. Nicht mal der Lack ist angekratzt. König Ketten, da kommt noch mehr. Hilfe. Schlechte Verlierer sind das mehr nicht. Mario, mach dich mal nützlich, wenn du schon auf meinem Schiff fliegst. Los mir nach. Was machen wir denn jetzt hier von? Oh. Oha. Du wirst meine Lieblingskanone abfeuern. Vermasselt das bloß nicht. Das gute Stück lässt sich mit Bewegungssteuerung oder mit dem linken Stick bedienen. Was darf's sein? Mach jetzt mal linker Stick. Ist gebongt, dann mal Feuer frei. Ja schon, aber ich sehe nichts. So, ich erkläre dir die Sache. Bewege links, um zu zielen, drücke A, um dem Feind Saures zu geben. Einfach. Und denk nicht mal dran, dein Menü zu öffnen. Es geht um ein schönes Schiff. Wehe, du enttäuschst mich. Gimme, Korn, Carajo. Oh, Bob-Bombs. Hilfe! Okay, das war Rettung in letzter Sekunde. Nanu, was ist denn das? Oh, ein Riesending. Das schaue ich mir mal an. Hilfe! Das heißt ein Hilfe, kommt da noch mehr? Ah. Es kommt noch mehr! Ja, kann es auch anders sein, natürlich kommt noch mehr. Was jetzt? War's das? Bestimmt nicht. Nein, von unten. Oh. Oh, das, ob das der Boss ist? Mach das Ding alle, Mario. Toi, toi, toi. Naja, los drauf. Heck hier, Junge. Viel Glück. Könnt ihr nicht noch ein bisschen helfen?
Jetzt haben wir es, oder? Ist es besiegt? Sayonara, blödes Ding. Oh nein, es will jetzt haben. Knall es ab. Boah, mega klasse, endlich geschafft. Puh. Das haben wir alles nur Papas toller Luftgaleere zu verdanken, damit das klar ist. Wobei Marian wirklich famoser Schütze war. Bei meinem Wams. Und nun Abflug, junger Herr. Okay, weiter geht's. Das war klasse, Marian. Du hast das ganze Schiff gerettet. Und die Explosionen von diesen Bobbys waren auch nicht ohne. Dass ich nicht lache. Ohne mein prächtiges Schiffchen hätte Mario blöder aus der Latzhose geschaut. Captain, großer König, Pilzpalast gesichtet. Beginn Landeanflug. Feind von Backbord, Rammgeschwindigkeit. Was ist das jetzt wieder? Wow, es ist groß. Right. Na komm, wir schaffen das. Zieh hoch. Hier, hier, hier. Nicht ganz bis auf die Spitze geschafft. Glutkrater. Und noch eine Bruchlandung. Ich meine, na sowas, eine Bruchlandung. Ist deine Boshaftigkeit gar nicht hier? Ach nö, das mit der Luftgalerie wird Papa gar nicht schmecken. Die Versicherungskosten sind eh schon so hoch. Wo sind wir überhaupt? Wir waren fast beim Pilzpalast. Das sollte also rein theoretisch nicht mehr weit sein. Was ist los, Mario? Bist das nur du oder ist es hier tatsächlich unheimlich heiß? Wow, wow, die Welt brennt! Nun, ich denke, dafür gibt es eine simplere Erklärung. Wir müssen den Pilzpalast verpasst haben, sind direkt im Vulkan gelandet. Hey, hier oben. Ich bin's. Vergesst das olle Schiff, ich baue wie immer einfach ein neues. Kommt einfach rauf zu mir, ich muss euch was zeigen. Papa, dir geht's gut. Ich hab schon Angst gehabt, dass sie dich noch kleiner falten. Wir sind gleich da. Wie ärgerlich, in diesem ganzen Tohuwabohu sind uns mit mein Besen und die Clownkutsche des jungen Herrn abhanden gekommen. Wir werden uns wohl per Pedes fortbewegen müssen. Okay, bewegen wir uns mal per Pedes. Mal sehen, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Was ist das hier? Nee. Sollten wir jetzt nicht nach Goodies suchen, sondern einfach das machen, was wir machen sollen. So, ne? Huch, hier an Bord ist es wirklich heiß, Mario. Ich mache mir Sorgen, dass dir etwas passieren könnte. Wenn du hineinfällst, ein Sturz in die Lava würdest du nicht mal überstehen, oder? Lass es uns lieber nicht rausfinden. Nee, wo muss ich denn lang? Wie komme ich denn da hoch? Ich guck mal um. Also hier vorne ist Schluss, ne? Wenn ich hier dagegen hau, ist nur das Umgebaut. Ah. So wird's was. Da ist auch ein Speicherpunkt. Aber erstmal nochmal hier die Kiste kaputt machen. Sehen, was da drin ist. Naja. Was ist jetzt? Bombs? Oh nee. Böse Bobombs. Die überschwemmen das alles. Hilfe, es sind viele. Was machen wir denn jetzt? Mach die Brücke weg. Gehe, es ist zu eng. Die kommen sie nicht durch mit ihrem überdimensionierten Körper. Dann hör auf zu keckern und lauf lieber. Wir müssen hier weg. So, zur Sicherheit. Oh, jetzt kommen sie.
Mario, kannst du nicht schneller laufen? Wow. Ich halte sie auf, ihr anderen seht zu, dass sie jetzt zu seiner Lieblosigkeit gelangt. Ma, das machen wir. Danke, Kamek. Los, lauf, 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 lauf. Na, ich schaff's nicht mehr. Ha, ich war sowieso in Stimmung für ein kleines Kämpfchen. Zeig mal, wer sie drauf habt, ihr Knalltyp. Pass auf dich auf, Junior. Na los, lauf weiter. Junior! Lauf, Mario. Ah, jetzt andersrum. Die sind ja viel schneller als der Mario. Tja, also Kamek und Junior, ich habe gesehen, was passiert ist. Die kommen schon klar. Ich will hier nicht groß über meine Erziehungsphilosophie quatschen, aber Kinder müssen auch mal ein Risiko eingehen dürfen. So, jetzt schaut euch mal das an. Die Hauptkanone der Luftgaleere ist noch okay. Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber wenn wir uns da reinsetzen, können wir uns direkt durch die Decke schießen. Dann sind wir direkt im Pilzpalast, am Pilzpalast, oder? Also wer ist dabei? Na gut, ja, wir sind dabei. Los, Olivia. Und? Boom. Jawohl. Speichern, ja. Pilzpalast. Ah, da ist eine Röhre. Wahahaha, na seht ihr? Wäre schon nett, wenn meine Genialität auch mal gewürdigt werden würde. Also, ich finde dich ganz toll, Bowser. Ich bin beeindruckt, dass du so viele Schergen als dein Gefolge hast, wo du doch nur ein Gesicht bist. Puh, aber erstmal kurz durchatmen. Wir müssen meinen Bruder aufhalten und Prinzessin Peach retten. Genau, jetzt marsch mal hier die Röhre ab. So, als nächstes gehen wir zu den Speicherwürfeln. Und dann würde ich sagen, war es für heute wieder aufregend genug. Und Mario sagt Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und dann gucken wir, ob Luigi schon irgendwo den Schlüssel hier aufgetrieben hat. Also, macht's gut, wir sehen uns. Euer Astronier. Tschüssi.